Terrado, der T334, Modelljahr 2022, kurzer Überblick, Multijet 3 von Ducato, von Fiat mit 140 PS, ein teilintegriertes Modell mit einer Breite von 2,32 müssten es hier sein, einer kleinen, aber feinen Heckgarage mit voller Höhe, das schließt natürlich wieder auf ein Querbett, was hier drauf sein könnte. Das wollen wir uns aber gleich mal anschauen. Denn oft ist es die Fahrzeuglänge, die natürlich dann verlangt, dass die Leute alles wollen. Sie wollen ein geräumiges, großes Bad haben. Sie wollen einen riesen Wohnbereich und noch ein Längsbett. Oft klappt das dann nicht. Wir werden mal schauen, was für ein Bett verbaut ist und wie viel Platz man daran hat. Das gleich mehr. Fahrträger ist mit drauf. Die Rückfahrkamera ist vorgesehen. Auch hier wieder wie bei allen Carrado-Modellen ein GFK-Rückteil und ein GFK-Dach. Die Thule Omnistor Markise manuell ist dabei. Hier ist das Gasfach 2x11 Kilo. Die Kassettentoilette, also das Bad hier, ist auf der Seite und der Kühlschrank direkt am Eingang links. Hier ist ins Landstromeingang. Die Preise werden schon wieder korrigiert, nehme ich an, dass da ist. Und das ist der Eingang. Ja, klassisches Modell, klassischer geht schon gar nicht mehr. Fiat Ducato 8. Hier direkt im Eingangsbereich ein Schuhschränkchen mit dabei. Und ein Spiegel mit einem Halter. So, Hubbett. Manuell, klein aber fein. Ich habe ja schon viel gesagt. Tatsächlich, wir haben, so viel kann ich euch schon mal sagen, einen Querschläfer hier. Wir haben ein 6-Gang-Schaltgetriebe, klassisch 140 PS mit Fahrerhaus-Klimaanlage und einem Panoramafenster direkt hier über dem Fahrerhaus, was natürlich im Wesentlichen viel mehr Licht dann nochmal ins Fahrzeug bringt, aber auch Wärme. Aber die kann ich dann nochmal über die eingebaute Verdunklung regulieren. Hier habe ich dann mein Bett mit drin. Das Ganze, denke ich mal, 1,50 m und an der schmalen Seite etwa 1,20 m. Und ich habe hier Tellerroste mit drin, Rausfahrschutz, eine einigermaßen dicke Matratze. Und das Ganze geht auf Knopfdruck wie von Geisterhang hoch. Ich habe das Ganze mit einer Hand gemacht. Also sehr, sehr unkritisch. So, Mokka-Farben ist hier das Polster mit einem Leder und einem automotiven Stoff mit dabei. Hier sind die Kühlschränke von Tedford mit extra Gefrierfach. Sagt er schon am Eingang direkt links, wenn man reingeht. Hier ist ja die Tür. Hat man hier direkt seine Sitzbank. Auch die hat eine ordentliche Größe, damit ich meine Schuhe an- und ausziehen kann. Aber hier passen auch wirklich Leute rein. Und man kann sich hier rein begeben. Hier drunter ist denn unter dem Hubbett nochmal ein Schrank. Küche mit großer Tür. Hier verbirgt sich dann auch gleich der Mülleimer und zwei Fächer. Es gibt einen Abwassertank, der ist hier mit drin. Frischwasser, meistens um die 100 Liter. Hier mit eingebaut. Technische Daten werde ich aber noch verlinken. So, Tedford, 3-Flammen-Kochfeld, eine Spüle mit drin und drei Schubladen. Oben immer die Besteckschublade mit drin und dann zwei große Schubladen für Töpfe und so weiter. Das ist mit eingebaut. Multifunktionsschiene mit drin. Hier haben wir das Schaut-Bedienfeld, der Klassiker LT100 und die Truma Kombi. Noch in der manuellen Ausführung, aber funktioniert. Fernseher ist hier mit drin. Eine Sat-Anlage ist auf dem Dach drauf, dass man auch ein bisschen Fernsehen schauen kann. Und dann ein echtes Highlight natürlich, dieses Raumbad, das hier jetzt mal zurückgebaut ist. Das ist übrigens eine Transportsicherung, man glaubt es kaum. Das heißt, also ich bin jetzt hier in der Dusche drin, kann die Dusche öffnen. Kann jetzt hier drin duschen, alles machen, was ich machen will. Bin ich dann fertig, dann nehme ich dieses Teil hier, das ist ein Formteil. Und muss ich mal gerade gucken, wie rum es reinkommt. Müsste genauso rum reinkommen, ein bisschen Lego. Ich mache das hier alles mit einer Hand und siehe da, das Formteil sorgt dann dafür,
dass dieses Duschelement hier während der Fahrt sich nicht mehr verselbstständigen kann. Und ich habe die gleiche Höhe jetzt und kann jetzt hier einfach hier reintreten und kann das benutzen, um mich anzuziehen. Mach die Tür zu. Kann ich mir gerade machen. Jetzt ist die Tür zu und jetzt habe ich ein riesengroßes Raumbad. Wie im Liner. Fast. So. Jetzt hier rein. Hier ist der große Schrank mit 6 Fächern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gezählt habe ich sie schon. Da ist das Waschbecken. Ich kann euch sagen, ein kleines Waschbecken langt. Es muss also kein großes Waschbecken sein, denn man hat eh wenig Wasser an Bord. Sparsamkeit ist hier Trumpf. Und viele Leute entdecken also die neue Sparsamkeit bei Wohnmobilen. Immer wieder aufs Neue. Spiegel mit drin. 2 Handtuchhalter sind hier und dort. Und die Tedford Kassettentoilette mit einem 230 Volt Anschluss hier direkt neben der Kassettentoilette. Und ich schwenke jetzt mal hier auf den Kleiderschrank. Der ist mit drin, der hat jetzt Fachboden und hier eine Stange mit drin. Da unten sieht man übrigens die isolierten Radläufe hier vom Fiat und das ist dann mein Bett. Auch hier denke ich mir, 1,50 Meter, 1,60 Meter müsste das haben. Wir können auch gleich nochmal aufs Schild draußen gucken. Flächenvorhänge mit drin. Dann nochmal 3 Schränke oben drüber. Hier eine Ablagemöglichkeit und Leselampen mit drin, dass ich also dann abends auch hier in 2 Stufen sogar mein Licht anschalten kann. Viel schöne indirekte Beleuchtung. Ich habe hier so ein bisschen Hotelfeeling mit drin. Also, ein schönes Fahrzeug. Besonders schön ist natürlich in dem Fall, dass ich ein kompaktes Fahrzeug habe mit einem Querschläfer und einem großen Hubbett. Das heißt, auch hier können die Personen einfach hier drin schlafen. Einer hinten, einer vorne, vielleicht die kleinere Person dann hinten und die große Person dann auf dem Hubbett mit drauf. Ja, wieder mal ein Grundriss, der nicht ohne Grund hier Bestand hat bei Carrado. Und auch hier schaut euch die Grundrisse an. Übrigens, wenn ihr mal Lithium-Batterien verbauen wollt, ich war vor kurzem bei Liontron oder Liontron, wie viele sagen, hier ist es das Carrado Modell T334, Modell 2022. Details werde ich euch noch einblenden. Und diese Batterie, diese Lithium-Batterie, könnt ihr einfach austauschen. Alte Batterie, die Bleigel, die sehr schwer ist, raus. Lithium rein und Ende Gelände. Vielen Dank fürs Zuschalten. 21. September 2022. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Das liegt ungefähr zwischen Augsburg und München. Gibt einen kostenlosen Stellplatz. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Leute kommen aus ganz Deutschland hierher, denn die Ausstellung ist wirklich atemberaubend. Das ist nur eine Reihe von Dutzenden. Tschüss.